Ja, hallo Leute, willkommen zurück. E3 Vlog, Tag 2. Langsam wird es ein bisschen hektischer. Wir waren heute Morgen schon bei Microsoft. Jetzt gerade eben sind wir am Convention Center, wo wir uns die Bändchen für die nächsten Events abgeholt haben. Deswegen sehen wir gerade so ein bisschen Wolle-Petri-mäßig aus. Und nachher geht es gleich noch zur Bethesda-Pressekonferenz. Aber kommen wir erstmal zu Microsoft. Ein wirklich bombastisch aufgezogener Event im Galen Center. Riesige Bühne, ein, man kann fast schon sagen, Ensemble an Monster-Monitoren auf der Bühne. Fettester Sound. Zu Forza 7 haben sie gleich mal noch den neuen Porsche 911 revealed, der natürlich auch auf der Bühne stand und so weiter und so fort. Also richtig dick rangeklotzt. Und das wichtigste Thema, das schon im Vorfeld natürlich alles beherrscht hat, war die Xbox Scorpio. Die jetzt aber gar nicht mehr Xbox Scorpio heißt, sondern Xbox One X. Mir hat der alte Name ja besser gefallen, aber auf mich hört eh niemand. Grundlegend. Anyway, was bringt sie mit? Sie bringt Wasserkühlung mit, eine Neuheit im Konsolenmarkt. Sie bringt außerdem echtes 4K mit, sie bringt 60 FPS für die Spiele mit. Sie bringt mit, dass sie die kleinste Xbox in der Xbox-Familie ist. Das Ganze gibt es dann für $500, was wahrscheinlich auch so um die 500 Euro wären. Ein ziemlich hoher Preis eigentlich. Bedeutet, hoffentlich gibt es dafür auch gute Spiele. Aber gibt es sie überhaupt? Bei den Spielen sieht es leider ein bisschen schwierig aus. Es wurden zwar über 40 Titel angekündigt, davon ganze 22 exklusiv für die Xbox One. Allerdings sind die meisten davon eher so im Indie-Bereich, zum Beispiel The Last Night. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist so eine Mischung aus Blade Runner und Pixel-Look. So richtige AAA-Bomben, wie zum Beispiel neues Halo, haben aber leider gefehlt. Dafür wurden im AAA-Bereich zum Beispiel Metro Exodus angekündigt oder ein neues Ori, also ein zweiter Teil von Ori and the Blind Forest und natürlich von BioWare Anthem. Alle Trailer und Infos findet ihr natürlich auf Spieletipps, Giga Games und Gamona. Wir gehen jetzt rüber zur Pressekonferenz von Bethesda, mal gucken, was die so alles ankündigen und bis gleich. Hallo Leute, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unseres Vlogs, diesmal aus unserem Airbnb-Haus. Warum? Draußen ist es stockfinster, mitten in der Nacht und wir kommen gerade von der Bethesda PK. Wobei das eigentlich eher weniger eine PK war, sondern eher eine Art Jahrmarkt. Genau, es gab nämlich leider nicht viele große Überraschungen. Es wurde zwar Wolfenstein 2 vorgestellt und auch The Evil Within 2 jeweils mit Trailer. Wer zum Teufel sind Sie? Und es gab auch noch ein Story-DLC zu Dishonored. Darüber hinaus war es aber eher, naja, eine ganze Menge, ja, eine Art Bestandsaufnahme, was eben Bethesda so die letzten paar Jahre gemacht hat, nochmal ein Fazit gezogen und einfach irgendwie mit den Fans zusammen diese Spiele, die so beliebt sind, einfach nochmal gefeiert. Genau, und dafür haben sie das Bethesda Land aufgebaut. Das war, müsst ihr euch vorstellen, wirklich so ein richtiger Jahrmarkt, so im coolen, abgerockten Fallout-Stil mit verschiedensten Bereichen. Ich guck mal kurz auf unsere Karte, die könntet ihr kennen. So sah nämlich auch die Einladung zur E3 aus. Die haben wir, glaube ich, schon mal gepostet. Es gab eine Doom-Bar, es gab eine Dishonored-Strandbar, es gab ein Fallout-Riesenrad, alles Mögliche mehr. Dazu irgendwie wirklich witzige Aktionen. So Luftballon-Knoter waren da, wie man sie halt wirklich von so Oldschool-Jahrmärkten kennt. Es gab Pins zu sammeln, man konnte Karikaturen von sich anfertigen lassen. Es gab Zuckerwatte natürlich, also alles wirklich, wie man sich das vorstellt auf so einem klassischen Jahrmarkt. Also es gab wirklich viele lustige Aktionen, nur leider wenig Infos. Und bevor wir euch jetzt noch weiter zuquatschen damit, guckt euch einfach lieber selber noch ein bisschen an, was wir da so erlebt haben. Ich glaube, wir haben ein paar schöne Bilder mitgebracht. Und wir sind jetzt für heute raus, weil wir auch echt fertig sind und sehen uns morgen in alter Frische hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.